Lars fragt Pete Smeed, welche Arbeiten würdet ihr auf einer Baustelle übernehmen? Gerade aufgestanden, Haare sind noch nicht gut, aber wenn es nach mir gehen wird, gar keine am liebsten. Ja, ich mag Baustellenarbeiten, ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, vor meinem Studium noch. Ansonsten, mein Vater hat mir mal erzählt, dass er mal bei einem, kurz nach seiner, zwischen seiner Schule und seiner Ausbildung für 3 Monate oder so bei einem Straßenbauunternehmen gearbeitet hat und da dann draußen, während es geregnet hat, Steine oder schippen musste, während der Vorarbeiter im Bus saß und da Kaffee getrunken hat, und der möchte ich sein. Glaube ich, wäre gern Baggerfahrer oder Kranfahrer. Irgendwie sowas. Irgendwas fahren. Kranfahrer, ich glaube, ich würde Kranfahrer machen. Das finde ich irgendwie sehr geil. Bisschen Präzision, da bist du oben ganz alleine. Und das ist schön weit oben. Kranfahrer. Ich würde das Presslufthämmern, glaube ich, machen. Oder Baggerfahren. Baggerfahren ist bestimmt geil. Hat er noch nicht gemacht. Aber würde ich machen. Und Kranfahren. Das ist auch cool. Aber nicht so Zement schleppen und so, nee. Das können wir anders machen. Auf einer Baustelle würde ich wahrscheinlich den Elektriker übernehmen. Finde ich eigentlich ganz cool. Dann würde ich am liebsten sogar so Steuereinheiten einbauen. Also so ein Smart Home direkt mit einbauen und so. Das finde ich schon ziemlich cool. Und so ein Steuergerät in den Keller bauen oder so, wo man dann zentral alles regeln kann. Da hätte ich schon Spaß dran. Aber wäre schon geil. Also Elektriker kann man machen auf der Baustelle.